Pater Anselm, ich freue mich riesig, dass wir hier sein können. Wir haben uns kurz kennengelernt vor ungefähr einem Monat, ein bisschen länger wie einen Monat, als in Karlsruhe die Woche der Stille war und Sie einen Vortrag am KIT gehalten haben. Und es hat mir aufgezeigt, dass da so viele Möglichkeiten sind, die Sie aus Ihrer Erfahrung haben, Menschen in ihre Kraft zu bringen, sie zu sich selbst zurückzubringen, dass sie sich selbst vertrauen und gut bei sich ankommen. Und ich glaube, das ist auch das Zentrale, was wir alle im Leben wollen. Und mich begleitet diese Frage, wie kommen wir in unsere Kraft, jetzt auch schon einige Jahre. Und ich habe schon einige Interviews dazu gemacht und freue mich jetzt, Sie zu fragen, welche Erfahrungen, Perspektiven, Möglichkeiten Sie haben, in Ihre Kraft zu finden und wie Menschen in Ihre Kraft kommen können. Gut, zunächst sollten wir fragen, was uns die Kraft nimmt. Ja. Und da ist meine Erfahrung, dass viele Menschen irgendwelche Bilder, Vorstellungen haben, die sie erfüllen sollten oder Erwartungen, zum Beispiel bei Führungskräften, ich sollte durchsetzungsfähig sein, konfliktfähig, entscheidungsfähig sein. Und dann versuchen die Führungskräfte, dem nachzukommen, aber haben immer ein schlechtes Gewissen und merken, dass sie es doch nicht können. Und deswegen ist für mich wichtig, wir brauchen richtige Bilder, aus denen wir schöpfen. Und die Bilder, die unserer Kraft entsprechen, sind einfach die Bilder unserer Kindheit. Wo war ich leidenschaftlich in der Kindheit? Wo konnte ich leidenschaftlich spielen, ohne müde zu werden? Oder wo war ich fasziniert? Und das, was ich als Kind fasziniert war, das musste ich jetzt in mein Leben hier übertragen. Meine Erfahrung ist, viele sind erschöpft, weil sie immer fremden Bildern folgen. Mhm. Wenn ich aus den eigenen inneren Quellen schöpfe, dann bin ich nicht so leicht erschöpft, weil das ist meine Quelle. Das ist ein Weg. Der andere Weg ist ein psychologischer Weg. Das Ego, das will ja immer sich beweisen. Es steht immer unter Druck, sich darstellen zu müssen, sich rechtfertigen zu müssen, sich beweisen zu müssen, etwas vorweisen zu müssen. Und das fordert viel Kraft. Und der Weg wäre eben, vom Ego zum Selbst zu kommen. Mhm. Selbst ist die innere Mitte. Und wenn ich aus dem Selbst heraus arbeite und lebe, dann bin ich unbegrenzt. Ja, da ist eine unbegrenzte Kraft. Ich kann das psychologisch erklären. Für mich ist natürlich das auch wichtig. Im Selbst komme ich auch in Berührung mit der spirituellen Quelle, mit der göttlichen Quelle, dass in mir eben nicht nur mein Wille ist und meine Kraft, sondern eine andere Kraft, aus der ich schöpfe. Aber aus der kann ich nur schöpfen, wenn ich durchlässig bin für etwas Größeres, wenn ich diese göttliche Kraft nur benutzen will, um möglichst gut dazustehen und möglichst viel zu leisten, dann würde ich sie ja missbrauchen. Also wenn ich durchlässig bin, dann fließt es einfach. Das ist so für mich ein wichtiger Weg. Mhm. Ja, da kommt ja auch wieder dieser Unterschied raus, wo Sie am Anfang gesagt haben, wenn man fremden Bildern folgt. Ja. Und das ist ja beim Ego auch oft, diese Leistung nach außen, ist ja auch dieses fremden Bildern folgen. Wie kommt man denn zu guten inneren Bildern in der Kindheit dran? Gut, einfach sich erinnern. Ich mache immer die Übungen, stellen sich vor, das Kind, wobei habe ich leidenschaftlich gern gespielt, wo war eine Leidenschaft da, wo habe ich wirklich gebrannt und wie komme ich da wieder dran? Ich möchte ein Beispiel erzählen. Eine Frau, die Controllerin war, die erzählte mir, als Kind ist sie immer gern auf hohe Bäume geklettert. Und ihre Aufgabe als Controllerin und Qualitätsmanagement, das versteht sie nicht so, wir müssen unbedingt besser sein. Also, sie setzt sich nicht unter Druck, sie macht es spielerisch. Wir probieren einfach mal, geht's höher, geht's besser. Und dieses Spielerische gibt ihr Kraft und es hat eine andere Auswirkung auf die Mitarbeiter. Sonst sind der Controller nicht die beliebtesten Menschen, aber die war beliebt, weil es spielerisch war. Und das erlebe ich viele bei vielen Führungsseminaren. Für mich ist ganz wichtig, aus den eigenen inneren Bildern zu leben und nicht irgendwelche
Normen erfüllen zu müssen, die doch meistens zu hoch sind oder die von außen gesetzt sind. Allerdings beim Ego ist wichtig, manche sprechen ja, dass man das Ego total töten muss und ich tot und so. Da bin ich vorsichtig. Wir leben immer in der Spannung zwischen Ego und Selbst. Ludwig Jung spricht ja vom Ego, das imponieren will. Es ist aber auch wichtig, dass es kämpfen will. In der ersten Lebenshälfte ist es auch wichtig, zu kämpfen. Aber dann später in der Lebensmitte ist es wichtig, es loszulassen, aber nicht zu töten. Sondern das Ego, das zeigt sich im Ehrgeiz. Und der Ehrgeiz ist ja auch nicht total schlecht. Dann strenge ich mich auch an. Ich will ja auch ankommen. Aber dann ist es wichtig, wenn ich zum Beispiel einen Vortrag halte, will ich natürlich, dass der ankommt. Das ist das Ego. Aber dann, wenn ich spreche, wichtig, das geht nicht, dass sie von mir begeistert sind, sondern dass sie berührt werden von Worten, dass sie mit sich in Berührung kommen, mit ihrer eigenen Weisheit, ihrer Seele in Berührung kommen. Also ich muss das Ego immer wieder loslassen. Aber zu meinen, es gibt manche spirituelle Menschen, die sagen, ja, du bist von Ego noch besetzt und ich bin ganz frei. Das glaube ich nie. Über zu große Worte sind auch gefährlich. Und gerade da ist die Spiritualität auch eine Gefahr, da die Flucht in die Grandiosität. Also das sind meistens Menschen, die vor lauter Spiritualität ihr Leben nicht schaffen. Und das ist auch nicht der Sinn der Spiritualität. Nee, es ist der Spagat, ja. Ich finde es spannend, weil ich hatte nämlich auch das Gefühl, dass in seiner Kraft sein auch damit zu tun hat, wirklich authentisch zu sein, ja. Und sich seinen eigenen authentischen Ausdruck zu erlauben und möglichst in allen Situationen. Und das ist ja oft nicht ganz einfach, weil es da doch unterschiedliche Erwartungen an uns gibt, oder? Wir denken, dass Erwartungen da sind, wie Sie jetzt gesagt haben, von den Führungskräften. Ne? Mhm. Und das ist wirklich spannend, dass es so viele sagen. Wenn die sich mal öfters austauschen würden und jeder das wüsste, dass es jedem anderen genauso geht, dann könnte man ja mit dem Theater aufhören. Mhm. Aber so leicht scheint es nicht zu sein. Das ist ja nicht nur Führungskräfte. Ich denke, uns geht es ja allen so. Wenn wir einander begegnen zum Beispiel, stehen ja auch viel unter Druck. Ich möchte einen guten Eindruck machen. Ich möchte, dass ich beliebt bin, dass ich anerkannt bin. Und dann strengt man sich an und will was Besonderes sagen. Aber wenn ich ganz im Selbst bin, ganz ich selber, dann merke ich, ich bin einfach da und versuche, mich einzulassen auf den anderen. Aber ich habe nicht den Druck, was leisten, was beweisen zu müssen. Das ist bei der Arbeit so. Wenn ich mich in der Arbeit beweisen muss, dass ich möglichst schnell und viel machen kann, dann ist es anstrengend. Wenn ich aber einfach mich hingebe an die Arbeit, dann fließt sie auch. Ja? Aber dann ist nicht das Ego. Und man merkt dann auch dann die Ausstrahlung. Eine Arbeit, die aus dem Ego ist, setzt mich unter Druck und die anderen auch. Wenn ich mich einfach hingebe, dann fließt die Arbeit und die anderen haben auch eine Atmosphäre von Lust an der Arbeit. Ja. Ja, sie strahlen aber auch an sich schon eine Ruhe aus. Also in der Art ihrer Persönlichkeit. Würden Sie sagen, das liegt am Leben hier in der Abtei? Oder ist das für jeden erreichbar? Schon für jeden erreichbar. Natürlich hat das auch mit dem Alter zu tun. Im Alter braucht man sich nicht mehr beweisen. Da kann man einfach sein. Für mich ist natürlich schon auch wichtig, dass ich glaube, wenn ich in mich hineinhorche, in mein Selbst finde, aus diesem innersten Selbst finde, einen Grund der Seele, dass da auch eine andere Kraft ist. Also wir sprechen vom Heiligen Geist oder göttliche Kraft, dass ich spüre, ja, da kommt was anderes hoch. Also mir geht es manchmal so, dass ich ja zu viele Termine angenommen habe und dann kann ich jammern und mich unter Druck setzen oder sage, jetzt ist es so und ich eins nach dem anderen und ich vertraue, dass dann in der Inspiration kommt und dass das dann einfach dann gut wird. Mhm. Und dann spüre ich auch, ja, es geht dann doch und ohne, dass es Kraft kostet. Und da ist natürlich die Frage, wie komme ich an die Kraft? Das ist natürlich auch ein Übungsweg. Für mich sind
Rituale dann wichtig. Mhm. Rituale, wo ich das Gefühl habe, da lebe ich selber. Also Rituale, sagen die Griechen, schaffen eine heilige Zeit, und heilig ist das, was der Welt entzogen ist, worüber die Welt keine Macht hat. Die heilige Zeit ist die Zeit, die mir gehört, mhm, wo keiner darüber verfügen kann und wo ich das Gefühl habe, ich lebe selber, anstatt gelebt zu werden. Wo ich das Gefühl habe, ich lebe selber, weil ich ständig den Erwartungen ausgesetzt bin, dann raubt es die Kraft. Ich gebe zum Beispiel Menschen oft die Aufgabe, den ganzen Tag nur mit diesem Wort mal zu leben, ich bin ich selber. Nicht so dieses Druck, ich muss authentisch sein, ich muss absolut authentisch sein, das ist wieder ein neuer Druck, sondern ich bin ich selber. Wenn ich aufstehe im Gespräch, in der Arbeit, dann merke ich, wie oft ich eben nicht ich selber bin, wie ich mich anpasse, wie ich da so bin und damit da beliebt bin und da ankomme und da keinen Stress habe und so weiter. Es gibt so eine innere Freiheit. Also Jesus sagt es ja nach der Auferstehung, ich bin ich selber. Und im Griechischen hat es ego emi autos. Und autos ist in der stoischen Philosophie das innere Heiligtum des Menschen. Und die stoische Philosophie, die ja schon vor Christus war, die sagt, unsere Aufgabe ist es, den äußeren Dingen keinen Zutritt in das innere Heiligtum zu gewähren. Mhm. Also den Erwartungen der anderen nicht und noch den Druck von außen nicht, sondern da bin ich ganz ich selber. Das heißt nicht egoistisch zu sein, das heißt nicht in die spirituelle Insel zu gehen, sondern, wenn ich sage, der Ora et Labora, bete und arbeite, aus dieser Haltung kann ich dann auch arbeiten. Und vielen kostet die Arbeit ja viel Kraft, weil sie einen inneren Widerstand haben, weil sie irgendwo merken, ach, ich könnte was Besseres tun, ich habe eine bessere Ausbildung oder die anderen haben es besser und ich muss das jetzt tun. Wenn ich mich einfach einlasse, dann ist die Arbeit nicht anstrengend. Hm. Ich hatte aber auch das Gefühl, das ist so ein ganz bei sich sein. Also auch dieses innere Heiligtum ist ja ein ganz bei sich sein können, was vielleicht auch wieder an die Bilder in der Kindheit anknüpft, weil Kinder im Spiel sind ganz bei sich. Bei sich, ja. Und diese Qualität, sich zu bewahren oder wieder zu entdecken und so sein Leben zu leben und eben auch die Arbeit aus dieser Kraft heraus zu gestalten. Mhm. Bei Führungsseminaren merke ich oft, dass die Leute dann, wenn sie an ihre Kindheit kommen, dann merken, es ist ja gar nicht so schwer. Und also es wird da eine Leichtigkeit. Ja? Und das ist für mich auch wichtig, so die Leichtigkeit zulassen und nicht auch nicht den spirituellen Weg so als anstrengenden Übungsweg zu sehen. Und also es gibt auch Leute, die den spirituellen Weg als Leistungsweg sehen, ja? Wohin sie kommen müssen und so weiter, da bin ich immer skeptisch. Hm. Eigentlich müssen wir fast nur bei uns selbst ankommen. Also so wirklich, wirklich gut in der Tiefe, in der Angebundenheit auch. Ja, bei sich selbst sein, aber dann offen sein für den anderen. Bei sich selbst heißt nicht, nee. Für manche, die müssen ganz schweigen und alles stört und so. Die Fähigkeit ist, auch mitten im Trubel bei sich zu sein. Ich war ja lange Zellerar, also als wirtschaftlicher Leiter. Da gab es ja auch Sitzungen, die nicht so angenehm waren. Die Handwerker, die haben eine andere Sprache als ich als Theologe. Aber dann habe ich gedacht, ja, ich lasse mich drauf ein. Aber es gibt etwas, wo der Konflikt da keinen Zutritt hat und die lauten Worte keinen Zutritt haben. Das gibt eine innere Gelassenheit. Und wenn ich unter Druck stehe, ich muss die einigermaßen zügeln, dass die friedlich umgehen, dann ist es schon anstrengend. Und die Frage ist halt für mich schon immer wieder, wie komme ich in die Kraft? Und das sind sicher das Leben hier im Kloster, der gute Rhythmus, der ist auch wichtig. Ich kann nicht unterbrochen arbeiten. Ich brauche einen Rhythmus, wo ich einfach bei mir bin. Oder die Rituale, die geben mir auch einen Rhythmus und diese heilige Zeit, wo ich
aber dem heiligen Raum in mir in Berührung komme, wo ich frei bin von den Erwartungen der anderen, wo ich ganz ich selber bin und wo ich ohne ständige Schuldgefühle und Selbstvorwürfe und ohne diesen inneren Kritiker einfach da bin, eins mit mir selber. Und dann spüre ich auch eine Verbundenheit mit den anderen. Mhm. Und ich muss dann keine Verbundenheit schaffen. Ich kenne auch Leute, die in der Beziehung zu anderen sich unter Druck setzen. Ich muss dem anderen imponieren oder ich muss irgendwas tun. Und einfach dann bin ich verbunden und muss die Verbundenheit gar nicht beweisen. Also, die ist einfach da. Sie ergibt sich eigentlich daraus, wenn jeder in sich sinkt, gefühlt. Gut, für mich ist natürlich, es gibt viele Quellen, aus denen ich gerade komme. Das ist einmal die Stille, die Meditation, dann natürlich der Rhythmus. Für mich ist das Kirchenjahr auch wichtig. Sigrid Jung nennt das Kirchenjahr ein therapeutisches System, weil die Feste alle archetypischen Bilder repräsentieren, die uns in Berührung bringen mit unseren eigenen inneren Bildern. Und natürlich auch von jeher war die Natur eine wichtige Quelle. Und die Frage, warum ist die Natur für viele auch eine Kraftquelle, und viele Feste des Kirchenjahres haben ja auch mit der Natur zu tun, haben ja auch einen Naturzusammenhang. Einmal, die Natur bewertet nicht und wir rauben uns ganz viel, weil wir ständig uns bewerten. Und die Natur hat was Mütterliches, wo ich einfach geborgen bin, getragen bin, wo ich dazugehöre. Und natürlich spüre ich, wenn ich durch die Natur gehe, dass die Lebendigkeit auch in mir ist, die Sonne, der Wind oder im Frühling, was alles aufblüht, ist ja auch in mir. Und die Natur ist für uns Spiegel für mich selber, dass ich mich selber wahrnehmen kann. Und die Natur ist natürlich auch ein Weg, vom Kopf ein Stück wegzukommen. Also das Gehen oder auch Laufen, das kann man auch verschieden machen. Ich kann joggen, um fit zu sein, oder ich kann mich freilaufen von meinen Problemen, von dem, was ist. Und dann bin ich einfach da drin und bekomme meine Kraft und schaue nicht, habe ich jetzt genügend geleistet. Und immer auf die Erwartung an oder und einfach das einfache Dasein. Ja, kann ich Ihnen voll zustimmen. Haben Sie da Tipps und Tricks für Menschen, da hinzukommen? Oder das, was Sie das Gefühl haben, wo Sie so als Wesentliches in Ihren Seminaren weitergeben, wo Sie das Gefühl haben, das ist so ein, so ein wesentlich wie so ein Schalter, wo es den Menschen einfacher macht? Gut, ein Weg ist natürlich dieses Bei-sich-Sein, aber wie kann ich das üben? Das ist einfach mal die Stille und nicht in der Stille sich unter Druck setzen, ich muss ganz still sein, konzentriert sein, sondern die Erlaubnis, alles darf hochkommen. Also viele bewerten ja sich oder haben Angst vor der Stille, weil sie dann denken, mein Leben stimmt nicht oder da könnten irgendwelche alte Schuldgefühle hochkommen. Die Erlaubnis, alles darf sein und alles schaue ich an. Und alles kann verwandelt werden. Das ist für mich ein wichtiges Bild. Und dann natürlich die Rituale, wie gesagt. Und bei dem Führungsseminar mache ich eben zwei wichtige Rituale. Das eine ist so ein Morgenritual, wo ich die Hände zum Segen ausstrecke und mir vorstelle, der Segen strömt jetzt zu den Menschen, mit denen ich heute zusammen bin, mit denen ich arbeite, mit denen ich arbeite oder mit denen ich lebe. Dann der Segen ist auch ein Bild. Ich gehe dann zu gesegneten Menschen, weil das erlebe ich auch, wie die Menschen die Arbeit erleben, hängt ja von inneren Bildern ab. Also wenn ich sofort an den Chef denke, der hoffentlich ist der gut gelaunt, dann bin ich ja abhängig davon. Wenn ich aber den segne,
Sagt, ja, der ist vielleicht immer noch schlecht gelaunt, aber ich gehe zum gesegneten Menschen, ich traue ihm auch noch was anderes zu. Also ich habe einen anderen Blick dafür. Und ich kann natürlich auch den Tag segnen. Das, was ich tue, das will ich gehen in einen gesegneten Tag hinein und nicht in einen Tag, wo ich Angst habe, schaffe ich das alles und so weiter. Und das andere ist am Abend, viele kommen nicht zur Ruhe, weil sie auch ständig wieder bewerten, nachgrübeln, war alles richtig, was ich gemacht habe, hätte ich doch da mich anders entschieden oder wäre ich da im Gespräch achtsamer, freundlicher gewesen. Es ist so, wie es ist, der Tag ist vorbei und da ist für mich so eine Gebärde, die Hände einfach hinzuhalten, den Tag Gott hinzuhalten, er ist so, wie er ist. Und ich vertraue, dass Gott aus dem, was war, auch wenn das Gespräch nicht optimal war, die Begegnung nicht optimal, dass ich trotzdem, dass Gott das in Segen verwandeln kann. Dann kann ich es einfach loslassen. Das sind so kleine Rituale. Also es braucht auch einen Übungsweg. Also ich kann nicht einfach sagen, ja, komm in deine Kraft, sei du selber. Sondern wie komme ich an dich selbst? Und das sind einfach so Stille, aber Stille, wo ich mich nicht wieder unter Druck setze. Ich habe einen jungen Mönch begleitet, der hat jahrelang meditiert und auf einmal hat er keine Lust mehr gehabt und hat einfach einen Widerstand gespürt und wollte von mir Tricks finden, wie er wieder meditieren kann, weil er eigentlich vom Kopf gewusst hat, dass es ihm gut tut. Und dann habe ich aber gesagt, er soll meinen ganzen Tag nur mit dem Wort gehen, ich bin ich selber. Und dann hat er gemerkt, er hat jahrelang meditiert, um dem Abt und sich selber zu beweisen, dass er ein spiritueller Mönch ist. Hm. Und immer wenn ich mich beweisen will, auch mit meiner Spiritualität, kostet die Kraft und gibt keine Kraft. Und als er gemerkt hat, ich muss überhaupt nicht meditieren, dann hat er wieder Lust gehabt. Ja, aber das, gerade bei dem Wort muss, finde ich, ist das aber wirklich so spannend. In dem Moment, wo man selber das Muss rausnimmt, kann sich so viel wandeln und verwandeln. Ich habe das bei mir auch gemerkt, weil ich letztes Jahr rumgelaufen bin und auch das Gefühl hatte, ich muss, ich muss, ich muss. Und dann verzweifelt man nämlich an dem, was man nicht hinkriegt. Und für dieses Jahr habe ich mir gesagt, nee, so kann das, so macht das keinen Sinn. Auch im Bereich von Arbeit was erreichen zu wollen. Ich orientiere mich an Lebensfreude und meiner Lebenslust und meiner Lebendigkeit und plötzlich ist ganz vieles geflossen, also von alleine fast, von inner Freude. Natürlich, so Haltung, Freude ist natürlich auch eine wichtige Quelle von Energie, aber Freude kann man natürlich auch nicht befehlen, aber es gibt schon Haltungen, die man auch einüben kann, zum Beispiel Dankbarkeit. Dankbarkeit, dass ich bewusst mit der Brille der Dankbarkeit auf mein Leben schaue, dann kommt ja auch eine Freude hoch, so eine innere. Oder natürlich, mir hat ein Priester erzählt, der in einer schönen Gegend in den Alpen wohnt, wenn er abends nach einer blöden Sitzung da spazieren geht, dann ärgert er sich über alles. Und bis er gemerkt hat, das ist ein blöd. Schau einfach die Gegend an, das ist wunderbar. Und es ist auch eine Entscheidung. Bin ich fixiert auf das Negative oder okay, ja, das ist da, ich verschließe die Augen nicht, aber ich bin auch nicht fixiert, sondern ich bin auch für mich verantwortlich. Wenn ich nur ohnmächtig auf die Probleme der Zeit schaue, dann lähme ich mich selber und die anderen um mich herum. Die Augen nicht verschließen und trotzdem die Hoffnung zu haben. Hoffnung ist für mich auch eine wichtige Quelle von Kraft. Ja, ich finde gerade, dass man hat die Wahl. Man hat vielleicht nicht die Wahl, was einem begegnet am Tag, aber man hat die Wahl, wie ich dem begegne. Und da ist Hoffnung ja auch eine Wahl oder Segen oder Dankbarkeit. Klar, auch diese Haltungen. Wir haben ja früher in der geistigen Tradition immer so moralisiert, du musst Hoffnung haben, du musst lieben. Sondern mehr sind Werte, die mein Leben wertvoll machen, aus denen ich schöpfen kann. Werte sind auch eine Quelle von Kraft. Und wenn ich Hoffnung habe, das verleiht auch Sinn. Also ich mache auch oft die Übung bei Führungsseminaren,
welche Hoffnung vermittle ich mit meiner Arbeit und ich als Mensch. Und dann merken die Leute, ja, meine Arbeit ist wichtig. Also auch die Buchhalterin, die das Gefühl hat, ja, meine ist schon nicht so wichtig. Und die anderen, die sagen dann doch, du vermittelst Hoffnung, wenn wir zu dir kommen, dann wissen wir, du erledigst das. Und also das Gefühl von Hoffnung zu vermitteln, ist für mich ganz, ganz wichtig. Ist wie eine Haltung, die ich einüben kann. Und natürlich, es klingt vielleicht auch fromm, aber die Liebe ist für mich schon auch eine Virtus. Und Virtus heißt ja Kraftquelle. Mhm. Also wir haben auch immer gesagt, du sollst den Nächsten lieben, dich selber lieben. Sondern die Liebe ist eine Energie, die da ist. Liebe heißt Verbundenheit. Und Liebe ist, so wird es in der Bibel auch beschrieben, eine Macht. Oder Platon hat auch die Kraft der Liebe, die verbindet, die das Getrennte zusammenhält, den Wohlwollen ist. Und wenn ich die Menschen liebe, mit denen ich arbeite, dann kostet es keine Kraft. Aber wenn ich mich überwinden muss, jetzt muss ich zu diesen komischen Leuten gehen und mit denen den ganzen Tag arbeiten und diskutieren, dann habe ich schon keine Energie. Also diese Haltungen sind auch eine ganz wichtige Quelle von Kraft. Mhm. Und ich habe jetzt ein Buch geschrieben, Wofür brennst du? Leidenschaftlich leben. Mhm. Und Hegel sagt ja, es ist noch nie etwas Großes ohne Leidenschaft vollbracht worden. Und das erfahre ich manchmal, dass, ich will jetzt auch nicht werten, aber bei manchen fehlt mir die Leidenschaft. Also Leidenschaft heißt nicht beherrscht werden, aber nee. Ja, für was brennen, einfach spüren, das lohnt sich da, dafür sich einzusetzen. Mhm. Leidenschaft für den Menschen, Leidenschaft für ein Projekt, für die Natur, ja. Aber keine verbissene Leidenschaft. Die Leidenschaft darf nicht blind sein. Und die Mönche, es gibt natürlich auch die negative Leidenschaft von Zorn und von Neid. Und die Mönche sagen aber nicht alles abschneiden, sondern auch diese Leidenschaften zu verwandeln. Mhm. Also mit ihnen ringen. Im Zorn kann ja auch eine positive Kraft sein, etwas mit Kraft sich einzusetzen. Aber immer wenn die Leidenschaft nicht beherrscht, dann raubt sie mir Energie. Wenn sie aber in mir ist als Quelle, dann gibt sie Energie und ich kann dann mich einsetzen, weil ich spüre, das lohnt sich. Da brennt was in mir. Mhm. Ja. Schön. Ganz lieben Dank. Jetzt haben wir in 2 Tagen Silvester und ein Jahr geht zu Ende und ein neues Jahr beginnt. Bieten sich da im Prinzip fast auch die Rituale wie ein Morgen- und ein Abendritual an oder ein Dank fürs vergangene Jahr und ein Segen fürs neue Jahr? Ja, ganz bestimmt. Also für mich ist wichtig, das alte Jahr gut abzuschließen. Einfach, ich schaue meinen Kalender nochmal an, was war da alles und die Dankbarkeit für das, was ist, aber es dann noch loslassen und dann aber nicht eben bewerten, sondern ja, auch was nicht so gut war, war ja auch eine Erfahrung, die ich gemacht habe. Und dann in 9 Jahren Segen, ja, dass Gottes Segen über dem Jahr steht, ganz gleich was geschieht, dass es trotzdem Segen wird. Und Segen ist nicht jetzt eine Idylle, sondern ja, in dieser Welt, die so unsicher ist und momentan vom Krieg heimgesucht wird, trotzdem diese Welt zu segnen und das Vertrauen, dass der Segen auch die Gedanken der Menschen verwandeln kann. Das ist auch eine ganz positive Kraft, ja, der Segen, den man in die Zukunft und auch zu anderen Menschen schickt. Ja. Und man braucht ja auch eine andere Einstellung, um einen Segen zu geben oder mit diesem Blick auf die Welt zu schauen. Ja. Und ich begegne dann den Menschen anders, wenn ich sie gesegnet habe, dann sind sie. Und was ich vorhin gesagt habe, die Verbundenheit, und die heißt mit allen Menschen, also mit den Menschen in der Ukraine und in Russland, in Israel und in Gaza, Verbundenheit der Tiefe, nicht emotional, sondern nur Tiefe.
in der Hoffnung, zur Tiefe sind wir verbunden, und in der Hoffnung, dass diese Verbundenheit auch nach oben geht, dann muss ich nicht gegen Menschen kämpfen, sondern ich habe die Hoffnung, dass bei denen auch die Sehnsucht ist, eigentlich nach Verbundenheit, nach, ja, nach Frieden. Und nach tiefer, wahrer Begegnung. Ja. Herzlichen Dank. Möchten Sie noch ein Abschlusswort, was Ihnen besonders wichtig ist, was Sie noch mitgeben möchten? Gut, ich wünsche allen, die zuhören und zuschauen, dass sie mit ihrer eigenen Kraft in Berührung kommen und vor allem mit der Weisheit ihrer Seele. Eigentlich weiß meine Seele, was mir gut tut. Und mit dieser Weisheit der Seele komme ich in Berührung, wenn ich die Kindheit schaue, aber auch wenn ich jetzt in der Stille einfach spüre, was kommt denn mir hoch, was spüre ich, was mir gut tut, um dem zu trauen. Und nicht sich abhängig machen von irgendwelchen Weisheitslehrern, die mir beibringen sollen, was ich tun soll. Die Seele weiß, was gut ist. Herzlichen Dank.